Burkina Faso ist eines der trockensten und ärmsten Länder in Afrika. Die Wasserversorgung ist ein großes Problem. Auf dem Land liegen Brunnen mit sauberem Trinkwasser, oft weit entfernt von den Dörfern. Es sind Frauen und Kinder, die sich mit Eimern und Kanistern auf einen langen Weg machen. Jeden Tag. Eine Stunde laufen Melissa und Eleonor zur Wasserstelle. Der Lohn der Mühe ist mager. Die beiden Mädchen können nur dreckiges Wasser aus dem Brunnen fördern. Denn dieser Schachtbrunnen ist nicht tief genug für sauberes Grundwasser. Die Last ist sehr schwer und gemeinsam machen sie sich auf ihren Heimweg. Jetzt muss sich Melissa beeilen. In der Schule hat bereits die dritte Stunde begonnen. Doch auch heute kommt sie wieder viel zu spät. Eleonor schafft es erst gar nicht in die Schule. So wie Melissa und Eleonor geht es vielen Mädchen in Burkina Faso. Stundenlang Wasser holen, statt in der Schule zu lernen. Die Lehrer und Lehrerinnen sind oft machtlos. Das Problem hier, effektivement, c'est un problème qui empêche même les filles même de réussir pratiquement à l'école. Là, vous voyez même, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas là parce qu'elles sont allées, elles sont allées pour chercher de l'eau. Elles viennent, pendant ce temps, on est en train de faire le cours. Et d'ici qu'elles arrivent, on a fini un cours, elles viennent seulement c'est pour recopier et puis aller apprendre sans comprendre. Donc, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas évoluer. Unglaublich, aber wahr. 1 bis 2 Jahre Unterricht gehen den Mädchen durch das Wasserholen verloren. Um solche Zustände zu ändern, arbeiten die nationalen Wasser- und Sanitärbehörden ONEA und DGRE gemeinsam mit der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit daran, die Versorgung ländlicher Kommunen mit Wasser zu verbessern. Nur tiefe Brunnen können sauberes Trinkwasser führen. Wassertürme dienen als Speicher. Sie sorgen für eine beständige Verteilung des Wassers. Zu den zahlreichen neuen Wasserstellen sind es meist nur noch wenige Minuten zu Fuß. Ça éviterait également que les femmes gagneront du temps, parce que le temps qu'elles vont mettre pour chercher le dos, elles gagneront du temps et elles s'occuperont également de leurs activités commerciales. Nous sommes dans une crise d'eau et vous savez comme je l'ai dit, l'eau c'est la vie. L'eau est à la base de tout. Quand vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez rien faire. Durch jede neue Wasserstelle wird der Weg für die Frauen kürzer. Sie sparen Zeit, zum Beispiel um arbeiten zu gehen. Die Rolle der Frau wird dadurch gestärkt. Wer mehr verdient, kann Familienentscheidungen besser beeinflussen. Aber auch die Kinder haben mehr Zeit für die Schulbildung und damit bessere Chancen für ihre Zukunft.